Hallo ihr Lieben, mein Name ist Luna und das hier ist mein erster Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In meinem Podcast geht es um alles, was einen Bücherwurm so beschäftigt. Und da ich von vielen Leuten weiß, die wie ich große Fans von Cassandra Clare und ihren Büchern sind, habe ich mir gedacht, es wäre doch perfekt für meinen ersten Podcast, wenn ich etwas über Cassandra Clare und ihre tollen Bücher erzähle. Und vielleicht lernt ja jeder von uns noch etwas dazu. Cassandra Clare wurde als Judith Rummelt am 27. Juli 1973 in Teheran geboren. Sie lebt in der Nähe von Boston mit ihren Katzen, ihrem Mann und unendlich vielen Büchern. Sie hat die ersten Jahre ihres Lebens in Frankreich, England und der Schweiz verbracht, also gar nicht so weit weg von uns deutschen Fans entfernt. Schließlich hat sie dann in Los Angeles und in New York die Schule besucht. Das viele Reisen ist für sie auch ein sehr besonderer und wichtiger Teil ihres Lebens. Dadurch habe sie ein Gefühl für die Welt bekommen, für die verschiedenen Geschichten und Mythen dieser Welt, was natürlich für eine reichere, vielseitigere Fantasy sorgt. Sie fing dann zuerst an, als Fanautorin Texte zu veröffentlichen, wie zum Beispiel The Draco Trilogy zu Harry Potter oder The Very Secret Diaries of Middle-Earth zu Herr der Ringe. Dadurch hat sie natürlich viel dazugelernt und ein Gefühl für das Schreiben entwickelt. Diese Fantexte waren zwar sehr erfolgreich, allerdings musste sie sich daraufhin leider mit vielen Plagiatsvorwürfen herumschlagen. Auch diese Fantexte veröffentlichte sie bereits unter ihrem berühmten Pseudonym Cassandra Clare. Auf den Vornamen ihres Pseudonyms kam sie übrigens durch Jane Austens Kurzgeschichte The Beautiful Cassandra, mit der sie sich als Schülerin beschäftigt hatte. Ihren ersten eigenen Roman und mein absolutes Lieblingsbuch, City of Bones, veröffentlichte sie dann 2007 unter ihrem Pseudonym Cassandra Clare. City of Bones ist der erste Teil der Chroniken der Unterwelt, oder auf Englisch The Mortal Instruments. Die Reihe besteht aus 6 Teilen und wurde zwischen 2007 bis 2014 veröffentlicht. Hauptperson Clary lebt ein ganz normales Leben, bis sie eines Tages in einem Club einer seltsamen Gruppe Teenager begegnet, deren Körper mit eigenartigen Runenmalen bedeckt sind. Sie sind Dämonenjäger, auch Schattenjäger genannt, und auch Clary scheint etwas Dämonenjägerblut in sich zu haben. Und als wäre das noch nicht genug, scheint sie der Anführer Jace auch noch magisch anzuziehen. 2010 erschien dann auch der erste Teil ihrer zweiten Reihe, Chroniken der Schattenjäger oder auf Englisch The Infernal Devices. Diese Reihe besteht aus 3 Teilen und spielt etwa 100 Jahre vor der Reihe Chroniken der Unterwelt in London des viktorianischen Zeitalters. Dort treibt ein mysteriöser Mörder sein Unwesen. Ungewollt gerät Tessa in den Kampf zwischen Vampiren, Hexenmeistern und anderen übernatürlichen Wesen. Als sie erfährt, dass auch sie eine Schattenwälterin ist und zudem eine seltene Gabe besitzt, wird sie selbst zur Gejagten. Und im Institut der Schattenjäger, ihrer natürlichen Feinde, trifft sie so gleich auf 2 Jungen, die ihr den Kopf verdrehen. Im März diesen Jahres, also 2016, erscheint dann der erste Teil der The Dark Artifices Trilogy, also die dunklen Mächte auf Deutsch, unter dem Namen Lady Midnight. Dieser Teil erscheint dann auch Mitte Mai 2016 endlich in Deutschland und spielt einige Jahre nach Chroniken der Unterwelt. Niemals wird sie den Tag vergessen, an dem ihre Eltern starben. Die 17-jährige Emma Carstairs war noch ein Kind, als sie damals ermordet wurde, und es herrschte Krieg. Die Wesen der Unterwelt kämpften bis aufs Blut gegeneinander, und doch glaubt Emma seitdem nicht, dass es sich nur um einen Zufall handelte, dass ihre Eltern gestorben waren. Neben der Magisterium-Reihe, die Cassandra Clare mit ihrer Freundin Holly Black zusammenschreibt, sind noch einige andere Bücher aus dem Universum von City of Bones von ihr erschienen. Aber genug zu ihren Büchern, zu denen ich gerne nochmal einen eigenen Podcast mache. Und zurück zu Cassandra Clare. Sie hat neben ihrer Website www.cassandraclare.com auch eine eigene Tumblr-Seite unter dem Link http://cassandraclare.tumblr.com. Cassandra Clare hat zudem auch eine eigene Instagram-Seite. Cassandra Clare hat schon immer gerne geschrieben und gelesen. Angefangen zu schreiben hat sie im Alter von 12 Jahren, auch wenn ihre Werke zu dem Zeitpunkt, wie sie es selbst sagte, grauenvoll und alle aus anderen Genres sind. Sie hat sich an Vampirromanen, Romanzen und Mystery-Geschichten versucht. Auf dem College nahm sie dann zwar einige Schreiblernkurse, diese machten ihr allerdings nicht wirklich Spaß. Erst als sie später Teilzeit in einem Kinderbuchladen arbeitete, fing sie an, Bücher aus ihrer Kindheit erneut zu lesen und hat die Freude am Schreiben wiederentdeckt. Und so kam es dann schließlich auch zu ihrem Debüt City of Bones. Wenn sie schreibt, hört sie immer Musik und hat sogar ihre eigene Playlist veröffentlicht, zu der sie City of Bones geschrieben hat. Ihr könnt diese auf ihrer Homepage finden. Auch hat Cassandra Clare große Freude an jeder Form von Fanart und supportet diese gerne. Auf ihrer Tumblr-Seite sind auch ganz viele tolle Fanarts zu finden und generell ist ihr der Kontakt zu ihren Lesern sehr, sehr wichtig. So, das war's auch schon mit meinem ersten Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ihr habt vielleicht noch etwas über Cassandra Clare erfahren, was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Und
ja, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, würde ich mich sehr freuen. Ich habe auch eine Instagram-Seite, wo ihr mich gerne erreichen könnt oder mir Tipps geben könnt oder sonstige Sachen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Podcast wieder hören. Bis dann, eure Luna. Tschüss.